Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen auf dem Müller-Gohl-Kanal. Mein Name ist Markus Gersting und wie ihr an dem Hintergrund erkennt, bin ich wieder im Büro. Ja, ich bin aufgrund verwandten Besuches halt für die Aufnahme wieder in mein Büro zurückgezogen halt. Ne? Nächste Woche wird es wieder normal laufen, denke ich. Und ja, es geht natürlich wie immer um die Perirodan-Erstauflage. Dieses Mal haben wir Robert Corvus, das blaue Phantom, das ist die Nummer 3233. Die Terraner suchen ein Fragment, kommen sie zu spät. Ja, man sieht hier ein Raumschiff, das könnte man für einen Kappin-Raum erhandeln, man könnte es aber auch für die Ra halten. So ganz schlüssig bin ich mir da nicht. Der Arm da vorne bricht das Bild so ein bisschen, obwohl die Ra ist ja halt eigentlich so ein Tropfenschiff. Ich glaube, hat mehr Ähnlichkeit mit dem Kabinenraum, muss ich sagen, aber gut. Okay, trotzdem schickes Bild, zeigt Weltraum, hat was, ja, kann man mitleben natürlich, okay. Ja, im Prinzip, worum geht es überhaupt? Also im Prinzip, Perirodan, Shema Gessoff und Antanas Lato machen sich mit der Ra auf, um sich auf der Suche nach dem dunkelblauen. Nach dem blauen Phantom zu machen. Oder auf die Suche nach dem blauen Phantom zu machen. Die Biotechnologie in Spafu scheint so weit fortgeschritten zu sein, dass diese selbst ein Schiff für die Leuchtkraft markieren kann. Also, ja, das spricht schon mal für sehr viel Biotech. Ja, da kommt noch mehr. Definitiv, freut euch drauf. Das ist definitiv einer der Highlights dieses Romans. Ja. Vorgängerroman ist die Nummer 3232, wobei der Anfang nicht so ganz nahtlos glatt wirkt. Also man merkt, es holpert ein bisschen. Also zumindest geht nicht so glatt ineinander über halt. Ne? Das ist so, ja gut, man hat natürlich die Situation halt, in der man jetzt ist halt und ja, denkt sich, okay, wir sollten jetzt vielleicht mal rausfliegen. Und man wirft natürlich so gleich die Hemmung über Bord, die man gegenüber der Installation hat, die einen vielleicht wieder zurückbringt. Ja, kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber gut. Ja gut, Zyklusfloh, wie gesagt, es gab einen kleinen Holperer, aber es geht weiter. Wir sind im Fluss, im Moment läuft es, also von daher, das passt schon, also das ist schon okay. Ja, Immersion hält mich die Geschichte im Lesefluss. Also ich muss sagen, so tagesformbedingt habe ich den Roman in Etappen gelesen. Die Stimmung des Romans wechselt zwischendurch und ist nicht so ganz konsistent halt. Ne? Also man fragt sich zum Beispiel am Anfang einfach, warum fragt Perirodan nicht gleich das erste Volk? Die haben wohl anscheinend Ahnung, wissen, was sie da machen. Und ja, also das erschließt sich mir nicht so ganz. Das ist nicht so ganz rund, meiner Meinung nach. Aber ja. Ja, okay. Ja, Sense of Wonder Mehrwert, was kann ich mit dem Eskapismus bzw. Mehrwert? Also es kommt definitiv einiges an Exotik vor, das nicht zu knapp. Sense of Wonder kommt auf, definitiv. Sehr gut gefallen haben mir die Omomi und die Bagayaha. Das ist ganz am Anfang das Volk und das Volk ganz am Schluss. Beziehungsweise halt, das ist ein Volk, was in Symbiose dann am Schluss mit diesen Cyberblumen auch vom nächsten Roman lebt. Und ja, zwischendurch haben wir noch die Neuran und die Perzuma. Ja, doch, die haben auch durchaus interessante Aspekte mit dabei. Das soll man definitiv nicht ganz unter den Teppich kehren. Und ja, so ein bisschen so von der Art, von der Technik her, hat es bei mir so ein bisschen M87-Anflüge gehabt. Ne? Das war schon ganz cool. Also von der Technik her gefällt mir das wirklich sehr gut. Dass wir jetzt alle vier Völker da so im Schweinsgalopp durchhuschen, da hätten wir uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen können, meiner Meinung nach. Da wären etwas weniger Panyasen nett gewesen und dafür etwas mehr M87-Flair in Spafu. Gut. Ist natürlich immer Geschmackssache, ist auch nur meine persönliche Meinung, aber gut, so ist es halt. Ja, der Spannungsbogen, das Spannungsfeld, die Frage des Romans, worum geht es überhaupt halt? Ne? Das ist so. Ja, so ein ganz einheitlicher Bogen ist nicht zu erkennen. Ja, eher so vier Einzelbögen halt. Und das hat aber durchaus schöne Aspekte dran halt. Also innerhalb des Bogens fließt es halt. Ne? Es sind aber wie gesagt halt vier Einzelbögen. Also man hätte vielleicht auch vier Einzelromane aus den ganzen Völkern machen können, die da alle drin vorkommen. Und ich glaube, das hätte dem Ganzen keinen Abbruch getan.
Ja, Umsetzung und Leistung des Autos, wie gesagt, so ganz rund und aus einem Guss wirkte es diesmal nicht. Also wir haben halt vier relativ unabhängige Blöcke voneinander. Die haben auch so eine ganz eigene Tonalität, eine eigene Stimmung. Auch behandeln auch andere Dinge halt. Und ja, also so Robert Corvus wirkte vielleicht noch so ein bisschen auf der Suche. Ich weiß nicht, ob es das war, aber oder ob es die Vielzahl der Dinge ist, die da jetzt in diesem Roman reingekommen sind. Das kann durchaus sein. Ja, aber ich würde sagen, reden wir nicht lange rum, kommen wir zu den Punkten. So, ich habe eine andere Webcam, mal gucken, ob man das gut erkennen kann. Wie gesagt, ich bin im Büro jetzt halt. So, genau. Immersion, da gebe ich mal 2,5 Punkte. Das schwankt so zwischen ist okay und hat was. Also, das ist jetzt nicht ganz Hyperraum gewesen. Kann auch an meiner Tagesform gelegen haben. Gut, wie gesagt, ich habe Besuch und oder versandten Besuch und es ist alles ein bisschen anders. Also die Abläufe sind anders und von daher bin ich nicht ganz im Rhythmus, aber gut. Ja, Sense of Wonder Mabel, da gebe ich mal volle 2 Punkte. Das hat mir wirklich extrem gut gefallen. Also, wie gesagt, da kommt M87 Flair auf. Das hatte durchaus was. Spannungsbogen, da gebe ich mal einen halben Bonuspunkt. Das war bei 1,5 Punkten. Und Schreibstil gebe ich auch 1,5 Punkte. Sind wir bei Summe doch recht ordentlichen 7,5 Punkten. Ich glaube, da, um mich nicht zu beschweren, hatte durchaus was und ja, kommt ganz gut. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wer den Roman noch nicht gelesen hat, kommt später wieder. Jetzt machen wir erstmal eine Kaffeepause. Nee, habe ich mir zwar auch verdient, denke ich mal, oder? Wenn nicht, mache ich sie trotzdem. Genau. Ja, ihr seht halt, ich habe wieder meine alte Maske dran. Wie gesagt, ich bin ins Büro zurückgezogen. Das ist jetzt auch nur für die Woche. Und ja gut, ihr könnt halt mein letztes, nee, andersrum. Letztes Schreibprojekt hier erkennen, ne, dass der Alpha Centauri aufstand. Das erste Buch der Hydrogol-Reihe nochmal in groß, mit in voller Pracht des Covers. Das hatte ich jetzt unten ein bisschen zurückgefahren. Das wirkte ein bisschen überladen. Also hier passt es mit der Aufteilung her, vom Bild her besser. Halt die Cover halt auf die rechte Seite zu packen, von mir aus gesehen oder nee, von euch aus gesehen. Von mir aus halt auf der linken Seite fühle ich mich so ein bisschen eingeengt. Ne? Das ja, so passt es ganz gut und ja, ich würde sagen, machen wir unseren Cut. Okay, also wer diesen Roman noch nicht gelesen hat und nicht gespoilert werden möchte, schaltet jetzt ab und kommt später wieder. Bis dann, bis nachher. Ja, was gibt's so Schönes zu erzählen halt? Ne? Wir haben ja im Prinzip einen Vorgängerroman, der fing ja mit, hörte mit dem Cliffhanger auf, von wegen, ui, wir haben eine blaue Walze gefunden, eine kobaltblaue Walze. Und ja, okay, da weiß man, das ist wahrscheinlich ein Raumschiff der Kosmokraten, beziehungsweise das sind die Raumschiffe der Kosmokraten, die kobaltblauen Walzen. Und das Schiff, was so aktuell als kobaltblaue Walze durch die Gegend geistert, ist halt die Leuchtkraft. Das ist Alaska Sedleres Schiff, was er temporär an Phaedrus Molaud verliehen hat, der das wieder an unsere Meisterin der Insel verliehen hat. Der Name fällt mir gerade akut nicht ein, aber wurde erwähnt im Roman. Ja, also da scheint auch so ein paar Dinge etwas anders zu laufen. Er weiß, was unsere Meisterin der Insel noch so alles vor sich hat. Wer weiß, wer weiß. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf der Spur des Schiffes halt. Wir haben jetzt die Situation, wir sind halt, hängen halt irgendwie noch in diesem Dom fest. Der Dom schirmt uns wohl irgendwie von der Außenwelt ab. Und wir hängen mit der Ra noch in diesem Gitterkäfig. Susan Schwarz hatte eigentlich schon vorbereitet, dass das irgendwie eine technische Lösung geben könnte, indem die Ra dann halt irgendwie doch noch so einen Weg findet, sich dann halt trotz der Dämpfungsfelder und trotz der etwas anderen physikalischen Gegebenheiten da selber raus zu befreien. Immerhin ist sie ein Schiff einer Superintelligenz und ist mit 6D-Technik ausgestattet. Das sollte doch irgendwie möglich sein. Ja, Robert Corvus wäre nicht Robert Corvus, wenn er nicht den Turbostrahler sprechen lassen würde, beziehungsweise diesmal erstmal den Desintegrator. Das heißt, wir schießen uns erstmal den Weg aus der Installation heraus. Wobei die Frage ist halt, ob das jetzt so geschickt ist, weil wir wollen ja irgendwie auch wieder nach Hause. Vielleicht sogar mit der gleichen Installation. Und wenn man die jetzt halt kaputt macht, ist das vielleicht nicht ganz so clever. Ja, vielleicht gibt es da ja Selbstreparaturmechanismen, aber so wirklich verlassen würde ich mich da jetzt nicht drauf und ja, also die Einheimischen scheinen da auch nicht Zugriff auf alle Technologien zu haben. Von daher schauen wir mal. Ja, was gibt es sonst so Schönes? Wir klappern so ein paar Völker ab. Wir haben, wie gesagt, am Anfang halt die Omami. Das ist ein Volk, was im Prinzip in diesem Purpurring lebt, halt, wo dann die Bewusstseinsfragmente
drin sind. Es wurde festgestellt, es wurde hier schon was extrahiert. Also das ist nicht mehr ganz so viel Bewusstsein, wie es mal war. Ja, kann sein, dass es irgendeine Erdinstallation ist. Es kann aber auch sein, dass es einfach dieser Ring ist, wo es dann sein Fragment geparkt hat. Ja, irgendwer war da. Es war eine kobaltblaue Walze wurde gesichtet und das deutet ja darauf hin, dass irgendwas mit Kosmokratentechnik extrahiert worden ist. Trotzdem ist es den Einheimischen gelungen, beziehungsweise den Omomi halt, die sich in diesem exotischen Umfeld bewegen halt, den könnte man vielleicht noch so ein bisschen Nackenbonus geben halt, ne, dass sie einfach halt dann zwangsläufig gezwungen sind halt, sich da weiterzuentwickeln, dass sie halt sie oder beziehungsweise andere Einheiten sogar halt dieses Kosmokratenschiff halt markiert haben mit irgendeiner Technologie und halt dann im Prinzip halt nachverfolgen können, wo das Schiff jetzt ungefähr unterwegs ist. Ne? Und ja, Peri Roda macht sie jetzt irgendwie auf den Weg. Also am Anfang, den ganzen Sprung habe ich nicht mehr präsent, wie er jetzt halt auf unser Raumschiff gekommen ist, das er gesehen hat. Also er sucht, glaube ich, nach dieser Tracking-Einheit, also im Prinzip diese Einheit, die quasi halt dann dieses Signal aufnehmen kann. Und ja, also im Prinzip, die Ra fliegt los, Antanas Lato wird wieder geparkt, der soll halt auf die Ra aufpassen, der versteht sich mit der auch ganz gut. Und Shemar Gessow und Peri Roda machen sich jetzt auf den Weg, das macht halt Sinn, Mutantin und der Chef selbst. Der Risikopilot geht halt in den Risikoeinsatz, das macht schon Sinn, also das passt schon. Und ja, sie landen halt in so einem Passagiermodul halt. Also es scheint so eine Art Schlepper zu sein, der halt mehrere Passagiermodule mitnimmt oder ein Passagiermodul mitnimmt. Und ja, auf dem Modul geht es da wild umher. Es scheint wohl so ein Auswilderungs- oder Ausreisewilliges Volk zu sein, das halt im Prinzip jetzt den Weg antritt halt in eine neue Kolonie. Und ja. Die haben so ein bisschen so ein Spleen, sich möglichst exotisch zu vermehren, um halt die Genbasis möglichst zu verbreitern. Ja, da nützt selbst die wildeste Maske nichts. Peri Rodat und Shemar Gessow fallen angenehm durch Diversität auf. Ja, und wenn natürlich dann auch gleich das Ziel von Begehrlichkeiten. Das fand ich eigentlich eine ganz witzige Idee. Das ist halt wieder so typisch Robert Corbus, halt so Dinge dann eigentlich auf 11 gedreht, so ein bisschen einen Tacken weiter gedacht. Mal gucken, was da wirklich passiert, wenn man das so eine Idee weiterspinnt halt. Ne? Und ja, die treffen so einen Vermittler, den Barello. Ja, man sollte vielleicht etwas misstrauisch werden oder stutzig werden, wenn man jetzt jemanden trifft, der einen dann irgendwie so die Meute vom Leib hält und dann auch so ganz altruistisch da Dinge bereitstellt halt, ne? Und dass der da irgendwie eine Gegenleistung erfordern oder anfordern könnte. Wie könnte man da auf die Idee kommen? Ja, doch war ganz witzige Szene, fand ich auch ein schönes moralisches Dilemma halt. Da gab es auch den Satz nachher von Shemar Gessow zu Peri Rodan. Ja, was tut man nicht alles aus dem Außeneinsatz oder was würde man da nicht alles tun? Ist nur die Frage, ob das so einer Mutantin Mitglied des Mutantenkorps und eines Großadministrators, also ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, da würdig ist. Ja, so eine ähnliche Episode gab es mal schon. Mondra Diamond war da etwas freigebiger. Ja, oder ich glaube, es war nicht ganz freiwillig. Ja, okay, spannendes Thema. Hatte durchaus interessante Aspekte. Da könnte man auf jeden Fall nochmal eine Idee drüber drehen. Ist halt ein moralisches Dilemma halten, ist die Frage. Ja, wie weit geht man da? Welchen Preis bezahlt man da? Ist man da bereit zu bezahlen? Ja, gut, okay. Peri und Shemar Gessow meinen sich, nö. Wir haben zwar bekommen, was wir wollten, aber dass wir das jetzt bezahlen in der Form, sehen wir jetzt auch nicht ein. Sie machen sich vom Acker halt und treffen dann quasi auf die Neuram. Das sind so quasi das Volk, was halt so diesen Schlepper betreibt, halt. Schlepper in Bezug auf andere Dinge waren halt die anderen. Ja, und da kommt dann auch so ein bisschen der Thermostrahler zum Einsatz. Man schlägt sich da so durch. Ja, und man flüchtet noch mal kurz, kommt noch mal zurück. Und
Ja, trifft dann halt noch auf eine Pflanzenwesen halt, beziehungsweise man findet dann halt, beziehungsweise Antanas Lato war dann auch nicht ganz faul, hat dann mit der Rat zusammen halt schon mal eine Spur gefunden zu diesen Tracking-Devices oder diesen Gerätschaften, die dann einfach auch in der Lage sind, halt dann einfach die Kommunikation oder zumindest irgendein Ortungssignal sicherzustellen. Und er konnte es dann lokalisieren auf dem Schiff und dann Antanas Lato, beziehungsweise Shimagezo von Peri schauen sich das dann mal aus der Nähe an, in einem anderen Segment, wo sie dann nicht ganz so auffallen und nicht ganz so begehrt sind. Und ja, da treffen sie dann halt auf eine Blume, die so cybermäßig aufgemotzt ist und ihren Hüter, das ist so eine Art Raupe halt, und die war auch, fand ich sehr sympathisch, muss ich sagen, netter Zeitgenosse, auch nicht ganz auf den Kopf gefallen, er erlangt nämlich gleich sofort die Sicherheit, kann aber trotzdem Perry und Shimagesso halt noch die wichtigen Informationen geben, die die beiden brauchen halt, und dann damit hört dann der Roman auf. Ne? Also das, ja, wir haben dann noch den nächsten Punkt halt, es gibt so eine Art Knotenwelt halt, wo dann die ganzen Fäden alle zusammenlaufen. Und ja, das bietet sich natürlich an, das in dem nächsten Roman zu erkundigen. Und ja, da bin ich gespannt. Macht durchaus Lust auf mehr. Wir sind, also der Sparfuhr-Handlungsstrang macht wohl Lust. Also das ist nicht ganz so ein unangenehmes Thema wie die Panyasen halt. Ne? Das macht deutlich mehr Spaß. Und ja, das ist Sense of Wonder. Das ist lustig zwischendurch. Hat tolle technische Aspekte drin halt. Und ja, ein bisschen Action ist auch mit drin. Natürlich muss Robert Corvus seine Liebe zum Turbostrahler unter Beweis stellen. Aber ja, alles gut. Kann man mit leben. Ist so. Ja, okay. Ich würde sagen, und sonst so, ich habe natürlich noch die aktuelle Peri-Rodan-Miniserie gelesen halt. Diesmal Peri-Rodan Atlantis 2, die Nummer 11. Lucy Gut, der lange Weg des Ritters. Also Nummer 11 ist natürlich kurz vor Endspurt. Da kommt natürlich einiges zum Tragen. Im Vorgängerroman hatten wir schon einiges über den Ritter der Tiefe und über mein Namensgedächtnis ganz fürchterlich. Khomaldun erfahren halt, ne, wo er herkommt. Mir hätte das als Rückblende eigentlich fast schon auch gereicht, muss ich sagen. Aber ja, gut, wir haben jetzt noch ein bisschen mehr. Wir kriegen noch so ein bisschen mehr Infos halt, so Episoden am Weg. Es ist hauptsächlich Perry unterwegs und das Team halt und ja, wir haben natürlich nur die Situation, dass es halt drunter und drüber geht. Dante ist verschwunden, Tyler ist verschwunden, die müssen wir jetzt wieder suchen. Und ja, und Perry sollte vielleicht auch mal gucken, dass er da irgendwie mal ein bisschen vorwärts kommt. Und ja, ist natürlich dann immer, gut, wir sind nach dem Cut, also wer nicht gespoilert werden will, nochmal schaltet jetzt ab. Ja, mal so ein bisschen was muss man vielleicht schon erzählen. Also im Prinzip so eine Sache, die war wirklich so gründlich vorbereitet, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt keine Überraschung mehr, wie das Ende ausgeht halt. Ne? Das, es geht natürlich um die Superintelligenz Seth Apophis, um S halt, ne? Und dass da unser Ritter der Tiefe da irgendwie ein komisches Spiel spielt, ist spätestens seit dem letzten Roman irgendwie klar. Und ja, davor aber auch schon. Also mich überrascht das Ende nicht ganz so, weil gut. Wäre Seth Apophis wirklich ansprechbar, hätte sie das irgendwie vielleicht in den letzten 15 Jahren mit Perigo dann auch schon kommunizieren oder irgendein Signal geben können. Es ging alles über den Ritter der Tiefe und von daher, das sollte einen vielleicht etwas stutzig machen. Ja, gut, okay, wir haben natürlich jetzt eine Situation, da fragt man sich wieder wie beim letzten Mal, wie zum Geier kommen wir da wieder raus? Aber ja, ich glaube, das ist eins der großen Stärken von Ben Kahwin Hari. Irgendwie schafft das doch. Also, ja, ich lasse mich da gerne überraschen. Ich denke, ich habe da vollstes Vertrauen, dass das wieder ein würdiger, spannender Abschluss wird und mit ein paar Aha-Effekten. Und ja, ich bin da voller Vorfreude, lasse mich überraschen und ja, habe da vollstes Vertrauen. Ja, in dem Sinne, genau. Also, ich nehme das jetzt am Samstag auf. Wie gesagt, ich habe Verwandtenbesuch. Es ist alles etwas aus dem normalen Rhythmus heraus. Ist aber jetzt nicht schlimm. Besuch ist immer schön halt, auch wenn es anstrengend und etwas anders ist im Ablauf. Aber Freude macht es dann doch. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, also ich habe vorhin eine Runde gedreht. Im Moment ist es keine Sintflut. Also, es hat die ganze Woche wirklich, wirklich geschüttet hier. Und ja, ich habe das Zeitfenster jetzt genutzt, habe noch eine Runde gedreht halt und ja,
Macht das auf jeden Fall halt. Und wie gesagt, halt eine Bewegung, Licht-Luft-Bewegung, klären auf jeden Fall den Geist, heben die Stimmung und tun auf jeden Fall gut. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns sonntags abends wahrscheinlich zu Tillingen. Ich hoffe, ich werde es hinbekommen. Ganz sicher ist es noch nicht. Was aber auf jeden Fall sicher ist, der Wandererstammtisch am Montagabend, der wird stattfinden. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn der Besuch stört, dann kommt er mit dabei. In dem Sinne, ja, würde ich sagen, sehen wir uns sonntags abends und wenn nicht, spätestens montags abends und sonst halt nächste Woche ganz regulär zur Peri-Rezension zu Tillinge. Und bis dann. Macht's gut und tschüss.